Dann ein recht herzliches Willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie SV Waldhof Mannheim gegen den 1. FC Magdeburg. Die Partie endete 5:2 für unseren SVW. Auf dem Podium begrüße ich ganz recht herzlich den Gästetrainer Thomas Hossmann und unseren Cheftrainer Patrick Glöckner. Ich möchte den Gästetrainer Thomas Hossmann um sein Statement zum Spiel bitten. Ja, ist schon nicht ganz einfach, Dinge auf den Punkt zu bringen. Aber ich denke mal, wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten auch gleich eine gute Möglichkeit durch Maxi Franzke. Wir waren da, wir haben uns viel vorgenommen. Ja, wir wussten, dass Waldhof eine gute Mannschaft hat, auch offensiv stark ist und wollten sie mit unseren Mitteln beeindrucken und sind dann eben auch durch eigene Fehler zweimal in Rückstand geraten. Nach dem Standard dann, glaube ich, nochmal 2-1, sind zweimal zurückgekommen, hohe Moral. Und ja, wenn du es nicht schaffst, entscheidende Momente in deine Richtung zu drehen, mit der großen Chance aus dem Pressing von Daniel Steininger, dann ist es am Ende so, wie es dann am Ende aussieht. Vielleicht ein Tor zu hoch, keine Ahnung. Aber den Jungs kann ich nichts vorwerfen. Sie haben versucht, sie haben alles reingehauen. Und am Ende sind wir wieder, fahren wir mit 0 Punkten nach Hause. Und vor allen Dingen mit diesem Ergebnis, was, ja, denke ich, zu hoch ausgefallen ist. Und trotzdem Glückwunsch an Mannheim für den Sieg und alles Gute. Herzlichen Dank. Patrick, dein Statement zum Spiel bitte. Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Ich denke, wir haben ein sehr gutes Drittligaspiel gesehen. Also ich sehe es ähnlich. Die erste Chance hatte Magdeburg, um uns da in der ersten Minute schon, ich sag jetzt mal, ja, von der Moral vielleicht ein bisschen was zu nehmen. Aber wir haben es geschafft, und die Führung dann einzuleiten beziehungsweise mit einer guten Art und Weise im Ballbesitz und Sicherheit zu holen im Spiel, sodass wir immer wieder in der Lage waren, rauszukombinieren und uns Torchancen zu erspielen. Natürlich sind die beiden Tore dann auch über Standardsituationen gefallen in der ersten Halbzeit. Magdeburg kommt zweimal sehr gut zurück, hat ebenfalls Moral bewiesen. Und dann ging es in die zweite Halbzeit, die ja bekanntlich in der Vergangenheit jetzt nicht so unsere Vollstärke war. Aber in dem Moment war es wichtig, dass wir einfach es schaffen, die Null zu halten und dass wir dran glauben, den Sieg auch hier herbeizuführen. Und das immer wieder mit einer mutigen Spielweise nach vorne. Und ich glaube, wir haben uns in der zweiten Halbzeit wieder sehr viele Chancen rausgespielt, gerade nach Umschaltspiel. Oft aufs Tor gelaufen, auch in dem 3-gegen-2, 2-gegen-1 Situation hergestellt vorne, dann auch wieder verdient in Führung gegangen. Dann hat Magdeburg auch wieder die Chance, vorab in Führung zu gehen, und das ist immer ein bisschen hin und her gegangen. Trotzdem, alles in allem, am Ende haben wir es geschafft, ja, nicht nur spielerisch, sondern auch mit einer guten Defensivleistung auch in der zweiten Halbzeit das Ergebnis nach Hause zu fahren. Und deswegen haben die Jungs das gut umgesetzt, und ich denke, dass das Spiel in die richtige Richtung ging. Dann herzlichen Dank erstmal für die Statements. Es gibt ein paar Fragen von Pressevertretern, so will Michael Wilkening von der Rheinpfalz wissen. Was waren denn die Gründe für die Systemumstellung auf das 3-4-3? Ja gut, einmal hat die Systemumstellung damit zu tun gehabt, weil wir wussten oder zumindest davon ausgegangen sind, dass Magdeburg in dieser Formation spielt, wie gegen Wien Wiesbaden. Das war wichtig, dass wir ein kompaktes Zentrum haben, weil wenn sie umschalten, meist übers Zentrum, ansonsten der Spielaufbau über die Außen verlagert wird, und wir wollten einfach dort Stabilität haben. Und natürlich ist es auch so, dass wenn ein Segert nach einer langen Verletzungspause zurückkommt, dass man nicht davon ausgehen kann, dass er direkt bei 100% im Spiel ist, und deswegen haben wir ihn da noch einen kleinen Backup zur Seite gestellt. Ich glaube, dass wir in dem Moment nicht nur ihm, sondern damit auch der ganzen Mannschaft geholfen haben. Man darf auch nicht vergessen, dass Jan Marx sich verletzt hatte an der Patellasehne, im letzten Spiel da ein bisschen Druck drauf bekommen hat und wir als Vorsichtsmaßnahme ihn quasi aus dem Spiel heute rausnehmen mussten, damit das nicht chronisch wird, weil er damit schon länger ein bisschen Probleme hatte. Und ja, diese ganzen Faktoren haben dazu beigetragen, dass wir das System umgestellt haben. Ist es also eine einmalige Umstellung oder ist es eine dauerhafte Lösung? Das kommt je auf den Gegner an und je auf das Personal, was uns zur Verfügung steht. Wir sind da schon recht flexibel. Natürlich hat das System auch mit unseren klaren Prinzipien, unserer Spielstruktur zu tun. Das hat sowieso gepasst. Und ob es dann ein 3-4-3 ist oder in vielen Situationen verschwimmt das ja trotzdem zu einem 4-4-2, das ist völlig egal. Entscheidend sind die Elemente, die in dem System gegen die Mannschaft fabriziert werden. Und das ist, wie gesagt, prinzipienabhängig, und das passt eigentlich auch sehr gut. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt auch ein zweites System dazugenommen haben, was ja auch jetzt, wie man gesehen hat, auch gefruchtet hat. War es heute wichtiger, dass es einen Sieg gibt, als die Art und Weise, wie er zustande gekommen ist?
Eigentlich ja, aber die Art und Weise war doch sehr gut gewesen. Also es hatte also beides gepasst. Natürlich ist 5-2 hört sich am Ende hoch an, aber wenn man die Konter auch besser ausspielt, dann ist das auch ein Ergebnis, mit dem wir gut leben können und was auch, glaube ich, passend ist. Aber alles in allem geht es darum, dass man die Leistung immer wieder bestätigt. Das war jetzt der zweite Sieg in der Saison und der war längst überfällig und von daher hoffe ich, dass wir daran anknüpfen können. Alex Müller vom Mannheimer Morgen möchte gerne wissen, ob die Psyche und ob das jetzt auch Ruhe zum Arbeiten gibt in den kommenden Wochen, wenn man sich erstmal ein Stück weit von den Abstiegsplätzen entfernt hat, oder kann man das aktuell noch gar nicht sagen, weil die Tabelle ja sehr kompakt ist? Nein, das kann ich nicht sagen, aber ich habe immer schon gesagt, dass wir überhaupt gar keinen Druck verspüren. Wir wissen, dass wir eine junge Mannschaft haben. Wir haben Spieler, die von unterklassig hochgezogen worden sind. Wir haben Spieler, die noch nicht in der dritten Liga ihre Erfahrung über einen langfristigen Zeitraum gesammelt haben. Und diese Up and Downs, die werden auch noch kommen und das wird auch permanent so weitergehen. Entscheidend ist immer, wie man aufsteht und wie man an sich glaubt. Und wir für uns im Trainerteam und mit der Mannschaft, wir wissen, was wir können und wir wissen, dass das am Ende auch reicht, um, ich sage jetzt mal, erstmal diese 47 Punkte zu holen. Aber es ist halt immer wieder ein neuer Kampf, Woche für Woche. Und man kann das nicht pauschalisieren und sagen, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt geht es von alleine, das ist totaler Quatsch, weil es geht immer von 0-0 los und wir müssen immer wieder schaffen, diese Energie auf den Platz zu bringen. Thomas Lipke von der Bild-Zeitung würde gerne wissen, noch das erste Mal nach dem Spiel gab es jetzt einen Kreis. Hatte das einen besonderen Grund oder was gab es da zu verkünden? Ja, da geht es einfach darum, dass man jetzt in dem Moment ging es mir darum, dass ich einfach den Jungs sage, dass es eine hervorragende Leistung war, für die sie sich dann auch endlich mal belohnt haben. Und es ging darum, ihnen mitzuteilen, dass wir jetzt noch ein gutes Auslaufen machen und entsprechend ein gutes Spielersatztraining, damit sie dann auch mal 2 Tage frei haben, nochmal durchschnaufen können und wir dann am Dienstag wieder mit 2 Trainingseinheiten starten. Deswegen auch der Jubel, also mit sowas kriegt man die Jungs am besten. Dann herzlichen Dank, das waren die Fragen, die gestellt worden sind. Wir wünschen unseren Gästen natürlich alles Gute und eine gute Heimfahrt. Die ist ja nicht ganz, ganz kurz und allen anderen ein schönes Wochenende. Herzlichen Dank. Ja.